sind wir auch wieder bei einer Erweiterung von Let's Play Crossfire. So, Nachkommentierung Nummer 2 läuft. Ja, der leckt irgendwie, ist ja selbstverständlich. Naja. Ja, ja, wir spielen weiter Hero Mode. Ja, und mal sehen, wo der letzte Typ ist. Wir dumpeln hier ein bisschen rum als Titan. Wurde ich da angeschossen oder habe ich Fall Damage? Nee, ich wurde angeschossen. Warum bin ich denn so doof und renne dann weg? Naja, man weiß ja nicht, was gerade einen in der Aufnahme ablenkt, worüber man gerade erzählt. Das ist das Problem. Also, wenn man ein paar Folgen aufnimmt, ja, da gebe ich Ihnen die MSR. Klauen wir da von der Elgatling an. Ey, komm, Bro, lass mich rein. Ah, okay, danke. Ja, mit einer M60 kommst du hier nicht weit. Ah, Gatling an. Babam. Okay, der Typ wurde. Komm rein, Bro. Wir brauchen hier Unterstützung. Kommt alle rein, Jungs. Los. Yay, Party. Hier hört sich ein bisschen schwul an, wenn alle Männer in einen Käfig reinrennen. Aber wir wollen ja nur überleben. Wir wollen ja keine Spielchen spielen hier. Fette Mutanten mit Sixpack kommen rein oder versuchen reinzukommen. Das hört sich echt schwul an, wenn man mal so darüber nachdenkt. So, der erste Titan ist. Okay, das war kein Titan, aber trotzdem, der erste Mutant ist gefallen. Und ich habe nur noch 80 Schuss. Ja, geht schnell, ne? Bei einer Gatling Gun erst recht. Zack, 10-0. Fertig. Das geht richtig schnell bei einer Gatling Gun. Chibonimo. Da renne ich noch weg. Habe ich sogar noch geschafft. Wegzurennen und trifft gar nichts. Aber ich brauche auch nicht treffen, weil die Dinger sind sowieso nicht schnell. Die normalen. So, da kriegen wir unsere schöne M60. Und ja. Dann geht's weiter. Oh, wir verschanzen uns wieder da oben. Verschanzen. 150 Schuss hat das Ding, genau wie eine Gatling. Schon heftig, ne? Nein. Ja. Oh, und da beschwere ich mich wieder, dass der Typ einen 150er Ping hat, ey. Warum krieg ich die Lagger immer ab, hä? Warum? Ich verstehe es nicht. Du kriegst diesmal eine AK-Beast hier, aber schön, danke. So. Der freut sich bestimmt immer, wenn er irgendwelche Waffen kriegt. Hat er die wieder getauscht? Hey, du Pissnelke. Hat er oder hat er nicht? Nee, hat er nicht. Glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Egal. Auch egal, solange ich meine Gatling an habe. Nein, nein, nein. Oh, nein, schon wieder der Lecker. Alter, Krise. Ah. Ja, da ist auch vorbei. Dann gehen wir hier hoch. Yay, und Krapschen. Yeah, den habe ich sogar noch bekommen. Nice. Nice to have. Hm, hätte man das gemerkt, wenn ich mich ein bisschen mehr reingehängt hätte ins Game, dass... Der Typ da ist geil. Da habe ich so gedacht, oh nein, ich sehe dich nicht. Lalalala. Ah, ich sehe dich doch. Das ist voll unauffällig, so ein blauer Punkt, wenn man da so sieht. Du stehst da oben und da ist dann so ein blauer Punkt. Oder besser gesagt in den Farben. So ähnlich. Wo war ich gerade? Genau, ob man das gemerkt hätte, hätte ich mich mehr reingehangen, dass das keine Nachkommentierung wäre, also ob ihr das gemerkt hättet. Weiß ich nicht. Vielleicht ja, vielleicht einige, vielleicht auch nur einer oder vielleicht gar keiner, weiß man ja nicht. Ja, ne Bros, was geht? Im Moment bin ich Bester, aber ich weiß ja leider schon, wie es ausgeht. Aber ich mach's spannend. Das könnte gut oder böse ausgehen. Man weiß es nicht. Hi Bros, was geht? Bist du meine Mama? Hab ich da gesagt, voll lustig, eigentlich, wenn man so überlegt. Dreht sich so um zu den Typen, bist du meine Mama? Aus was war das nochmal, aus welchem Film? Ja, weil ich Lager liebe. Schon wieder der Typ, ich krieg die Krise bei dem ersten Schluck hier. Monster, ey. Ich krieg mich genauso auf wie... wie im Game. Ist das Mikrofon an? Wehe, wenn nicht, dann krieg ich die Krise. Ist an, gut. So. Kurz mal geguckt, wie lang die Aufnahme läuft. Weil, muss ja auch sein, ne? Ich glaube, das Video geht 12 Minuten, nachdem ich weiß. Das weiß man ja schon. Ja, hier, bitteschön. Pack den Eis raus. Der verfolgt mich, voll der Stalker hier. Ich habe Angst. Lass mich alle in Ruhe. Ich will doch nur spielen. Hero Jenkins.
Ich sag immer, wenn ich hier oder Hybo Junkie bin, das muss so sein. Yo, yo, Joghurt. Was gibt's zu entdecken? Paulas Joghurt mit Früchteflex. Boah, diese Werbung, diese ganz alte Werbung immer. Da erinnert man sich ja richtig, oder? Feierabend, wie das duftet. Oder Jellemeis, Jellemeis, Jellemeis marschiert. Das krieg ich nie wieder aus meinem Kopf raus. Jellemeis, Jellemeis, Jellemeis montiert ganz am Moos. Bla bla bla. Blablabla vom Bonduell, keine Ahnung. Der schon ballert. Na, das ist bestimmt nicht mehr bei irgendwelchen großen Sixpack-Typen der Mutanten, die einen begrapschen wollen. Ah, lasst uns in Ruhe. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Habt ihr das gesehen? Ich kann gerne zurückspulen, aber ihr habt es bestimmt gesehen, weil ihr könnt auch zurückspulen. Der Typ rennt einfach durch, obwohl ich meine Granaten zünde. Das sind Granaten. Da fliegen die normalerweise 5 Meter weg. Aber nein, der Typ rennt durch, holt den und mich dann. Das ist so beschissen. Ja, jetzt bin ich geflasht, Uber. Jetzt hier bleib ich erstmal stehen. Erstmal einen auf tot stellen. So. Moin, Bro. Rasier dich mal, hab ich glaube ich gesagt. Soll ich rasieren, ja. Genau du, rasier dich. Ja, wieder kommen alle hier in die Gay-Hütte. Ah, jetzt kriege ich das auch nicht mehr auf den Kopf. Naja, es sind 4 Mutanten. Das geht ja noch. Da brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, falls irgendein Lagger kommt und dann sich denkt, ach ja, hier kommen wir einfach mal rein, weil wir sind ja Laggen und ich gehe hier direkt an den Typen ran und werde sofort zum Mutanten. Oh no, eine große Granate. Große Granate. Ah, ich will den Kill haben. Ich will den Kill haben. Lass mich den, ja. Ja. Nein, du wirst sterben. Oh oh, wir werden sterben. Nein, doch nicht. Oh nein, oh, Vollidiot, Vollidiot, Vollidiotenalarm. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich will den aufsaugen. Lass mich den aufsaugen. Nein, ich will den. Nein! Ich wollte den aufsaugen. Ja, mit dem Typen battle ich mich. Er führt im Moment mit einem Punkt. Und ich bin so ein Spacko und denke, ja, wir können ja mal mit der MSR spielen. Ja, wird bestimmt lustig. Ja. Ich mag das nicht, wenn ich meine eigenen Let's Plays angucken muss. Weil ich finde das irgendwie langweilig. Jetzt nicht aus dem Grund, weil ich langweilig bin. Ich hoffe nicht, dass ich langweilig bin. Sondern aus dem Grund, weil ich sie ja schon kenne, weil ich ja sehr, sehr selber aufgenommen habe, weil ich ja selber alles schon durchgemacht habe. Hartskopfkönig daneben. Wie kann man Mutant verfehlen, Hansa? Bist du dumm? Ja, anscheinend doch. Haut ab. Geht weg. Ich habe keinen Bock auf den Gay-Treff. Geht weg. Ich will nicht sterben. Nein, nein, nein. Pui, pui, pui. Ah, durchquetschen. Wie kommt das fette Ding da durch? Wenn ich gerade mal als Mensch da durchkomme. Hau ab. Keiner mag dich. Geh weg. Ja, der Typ ist hartnäckig, würde ich mal sagen. Der will mich gar nicht grapschen, oder wie? Habe ich jetzt meine ganze Munition da schon umsonst für verwettet? Verwettet ist auch geil, verbraucht. Mann, du wolltest gerade eine Rechte geben. Scheiße. Wollte noch einen voll in die Fresse hauen. So. Nehmen wir mal wieder meine Mini-Mi in die Hand. Und dann geht's los. Ja, es steht gleich dann, dass ich mehr Dads habe. Und das ist ja hier egal. Außer, dass er. Also, wenn es halt so ist, wenn man 13-13 Kills hat zum Beispiel. Der eine ein Kill hat und der andere 0, dann ist der mit den 0 Kills, ist dann halt ACE. Ja, und das ist halt so, weil der halt weniger Deads hat. Ne? Hat er einen Kill mehr, dann ist egal wie viel Deads er hat, er ist einfach trotzdem besser. Oh, da werden wir, da werde ich mich so, dass der Typ da reingekommen ist, die Krise, Alter. Aber da kommt schon der Lagger und regelt das. Und lief. Weißt du, er killt einen und geht rauf. Ja.
super. Und kommt wieder rein. Warum auch immer. Hat er einen Error gekriegt? Hat er. Komm, mein Hero, mein Hero, mein Hero, mein Hero. Ja, mein Hero. So, jetzt führe ich mit 4 Kills. Ah, den grapsch ich nicht. Obwohl er mich mal gegrapscht hat. Ja. Aus Versehen. Also nicht das, nicht in dem Let's Play, aber privat. Privat. Wenn ihr auch mal mit mir spielen wollt, Dingsbums, da Dings da, ihr wisst ja, wie ich heiße im Game. Könnt mich einfach adden, könnt sagen, ja hier, ich schaue deine Videos, ich möchte gerne mal mit dir spielen oder so, dann. Wenn ich dann online bin und ihr online seid, dann könnt ihr mich anschreiben, dann können wir gerne mal One-on-One machen oder zusammenspielen, ist mir egal, also wie ihr möchtet halt. Nein, wir können nicht kurz schreiben, ich nehme auf. So. Boah, jetzt nervt das Ding wieder, ich krieg die Krise, Alter. So, aber das, die Folge ist auch gleich schon vorbei. Aber ich habe wieder vergessen, mein Skype auszumachen, das ist so typisch. Typisch haben wir unvorbereitet, ne? Ich denke mir, ach ja, komm jetzt hier, nimmst du mal auf eine Runde. Yay, yeah, ein bisschen nachkommentieren und dann, ah. Ja, ich brauche bessere Vorbereitung. Und Leute, es gibt eine Zukunft auf meinem neuen Computer. Ich hab's ja gesagt, aber es gibt jetzt wirklich eine Zukunft. Yay. Muss nur zusammengeschraubt werden. Und das kann ich nicht selber machen. Und ich will daran auch nicht rumbasteln, weil ich kann das einfach nicht, weil, keine Ahnung. Im Computer kenne ich mich eigentlich ganz okay aus, aber das Zusammenschrauben und so, das ist dann. Ich will nichts kaputt machen, deswegen lasse ich das lieber Profis machen. So. Wollen sie mich kicken? Ja, sie wollen mich kicken. Typisch. Ist ja nichts Neues. Werde ich gekickt vielleicht die Runde? Man weiß es nicht. Und es geht wieder von vorne los, das Video. Deswegen sage ich, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein so lecker Crossfire. Oder wenn es euch ein anderes Let's Play gefällt, dann schaut oder schaut mal in eine andere Let's Play rein, so ganz einfach. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Bis dann. Tschüss.